Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley in der zweiten Staffel mit der Fanny. Heute geht es um Scar, da steht der gute Mann. Sei gegrüßt. Der gute Löwe meine ich. Fanny, ich habe eine kleine Angelegenheit mit dir zu besprechen, die mein Gebiet betrifft. Komm mit. Wo liegt das Problem? Sag mir, hast du dir in deinem ach so vollen Terminkalender einmal Zeit genommen, um die sonnige Ebene zu erkunden? Moment, was rede ich da? Du gehst ja immer auf Nummer sicher. Nun, wenn du dir die Mühe gemacht hättest, wüsstest du, dass das Gebiet mit Knuknochen übersät ist. Kannst du sie nicht selber entfernen? Wenn ich das könnte, würde ich dich nicht damit belästigen. Aber da ich es nicht kann, muss ich das. Bevor du weggingst, war das kein Problem. Du warst sehr gut darin, die Knochen auszugraben und sie zu entfernen. Natürlich war deine herrschaftliche Schaufel damals besser. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es etwas mit diesem aufgeblasenen Dagobert Duck zu tun hatte. Er konnte deine Schaufel auf irgendeine Weise verbessern. Hört sich gut an. Ich werde mit Herrn Duck darüber reden, meine Schaufel zu verbessern, damit wir die sonnige E-Mail säubern können. Du hast es geschafft. Knochenbrechen. Ja, okay, Scar. Oh, wie gut. Lass uns mal zusammen abhängen. Ja, ich bin es, mein Freund. Ich bin es. So, jetzt müssen wir mit Dagobert reden. Einmal aufgesammelt. So, ist der irgendwo hier? Warum ist Dagobert nicht in seinem Laden? Können wir reden? Warum ist er nicht in seinem Laden? Ich kenne die Krise. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Ja, aber über was an... Oh Gott, Scar. Einen schönen Tag noch! Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Knochenbrechen. Sei gegrüßt, Fanny. Suchst du nach deiner nächsten Investition? Nun, ich habe jeden Tag neue Angebote. Tatsächlich brauche ich deine Hilfe. Die sonnige Ebene ist mit genug Knochen übersät. Ah, und Scar hat dich gebeten, sie für ihn zu beseitigen. Typisch. Weißt du, wenn du immer dieses und jenes für ihn tust, wird er es nie lernen. Es ist das letzte Mal, ich verspreche es. Nun gut, ich weiß, dass mein Geschäft stark von den neuen Produkten der sonnigen Ebene profitieren wird. Aber Scar muss lernen, nicht alles zu zerstören und zu erwarten, dass jemand anderes kommt und seine Probleme für ihn löst. Diese Form sollte deine Schaufel stark genug machen, um die Knochen zu entfernen. Moment mal, wie funktioniert sie? Brauche ich noch etwas anderes dafür? Ei, du, das wirst du. Aber ich bin nicht im Schaufelreparaturgeschäft. Vielleicht kann Scar dir weiterhelfen. Freundlichen Dank. Scar? Du bist zurück. Bedeutet das, dass ich meinen ganzen Königreich umherstreifen kann? Ich meinte natürlich dein Tal. Oder hast du noch mehr langweilige Fragen? Es gibt doch ein kleines Problem. Ich habe die Form, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ah, ich bin nur von Idioten umgeben. Sehen meine Pfoten aus, als wären sie für solche Dinge gemacht? Ah, ich erinnere mich allerdings an etwas. Vor dem Vergessen hast du dafür trockenes Holz gesammelt und Dinge hergestellt, die du Eisenbahnen nanntest. Oh, dann ist da natürlich auch die kleine Sache mit dem Löwenkrallen, die du hinzugefügt hast. Wo finde ich Löwenkrallen? Bevor du uns im Stich gelassen hast und alle zurück in ihre Reiche fliehen mussten, streiften einige Löwen über die Ebene und kletterten auf die Klippen. Gelegentlich haben wir uns die Krallen an den Felsen zerbrochen. Oder gebrochen. Du musst in der Nähe der Klippen auf der sonnigen Ebene suchen. Ah ja. Alles klar. Eisenbarren muss ich auch noch herstellen und jetzt gehen wir erstmal in die sonnige Ebene. So. Löwenkrallen. Welche Klippen? Oh. Ein Moment. Da muss ich doch mal ganz schnell ein bisschen sammeln. Na, der war gut. Das über nochmal, Fanny. Ah.
fickt hier. Naja, gut, jetzt läuft das ab, aber ist auch egal. Und weg ist es. Okay, kein Problem. So, Klippen. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Wo meinen die das? Ich meine, ich könnte ja mal versuchen, hier ein bisschen was auszugraben. Aha. Alles klar. So. 3 von 5. Das reicht aber noch nicht. Hier ist noch eins. Ach so, hier kriege ich gleich 2 oder wie? Nee. Okay, das war's nicht. Da vielleicht? Nee, das ist nichts. Okay. Ah. Hier? Oh, ich liebe sonnige Tage. So. Und dann nur noch eine, wenn es geht. Hier vielleicht. Ja. Okay, super. Hey, ich habe einen Job für dich. Ja, ich weiß, Dagobert. Alles gut. So, kann ich Eisenbarren herstellen? 5, ne? Okay, ich hab's. Ach so. Ich soll die herstellen. Moment. Hier. Sehr schön. Habe ich das auch? Ach, schön. So, jetzt soll ich meine Schaufel damit verbessern. Nein, das ist falsch. Einmal hier rein. Wo haben wir das denn? Hier oben. Perfekt. So, jetzt kann ich wieder hoch in die sonnige Ebene. Und endlich die Knochen wegmachen. Aber ich meine, das sind nur die kleinen. Wir, ne? Ja, ich weiß, ihr wollt alle mit mir reden. Macht mich doch nicht fertig. So. Ach, schön. Jetzt kann ich wenigstens die kleinen wegmachen. Ich probiere gleich mal die große, aber die wird nicht gehen. Nein, die gehen noch nicht. Sehr schön. Und hier sind natürlich wieder die großen. Da komme ich also immer noch nicht durch. So. Scar? Nein. Scar? Jetzt. Ah, ich bin nur von Idioten umgeben. Wie bitte? Um fair zu sein, du bist nur eine halbe Idiotin, Fanny. Immerhin hast du die Hälfte der Arbeit erledigt. Du bist die kleinste, du bist die kleinsten Knochen losgeworden. Aber die größten sind noch da und teilen die sonnige Ebene in 2 Hälften. Ich nehme an, das muss genügen. Fürs Erste. Aber ich werde mich nicht lange damit zufrieden geben, nur über die Hälfte meines Königsreichs zu herrschen. Knochenbrechen vollständig. Sehr gut. Welches Level hast du denn, Scar? Ach, Level 4 erst. Okay. Gut, Level 4. In Ordnung. Dann werde ich jetzt mal Scar noch ein Weilchen hochleveln und ja, dann schalte ich euch einfach wieder mit hinzu und dann machen wir die nächste Quest einfach gleich mit.
Bis gleich, meine Lieben. Ska habe ich jetzt hochgelevelt auf Level 7. Jetzt kann ich wieder mit ihm reden. Okay. Hey, übernimm dich nicht. Wir sind für dich da. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ah, Fanny. Da bist du ja. Wenn du immer noch daran interessiert bist, mir zu helfen, unser ganzes Gebiet zurückzubekommen, ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe gerade Zeit. Nun, vor nicht allzu langer Zeit hast du einige der Gnu-Knochen entfernt, die auf der Ebene herumliegen. Aber du konntest nur die kleinsten von ihnen entfernen, was wenig hilfreich war. Jetzt habe ich die Lösung, um alle zu entfernen. Du musst mit der Frau auf der Lichtung des Vertrauens sprechen. Mutter Gothel? Warum? Sie weiß etwas. Vor dem Vergessen schaffte sie es, die Knochen zu überwinden. Ich werde sie fragen. Und ich warte hier mit großer Vorfreude. Diese Nachtdornen sind der ewige Kreis. Okay, Mutter Gothel, die ist doch... Die läuft hier gerade rum. Da ist sie. Mutter Gothel. Also, hilfst du mir jetzt oder nicht? Nein, aber du musst mir helfen. Oh, da sucht jemand einen mütterlichen Rat. Wie kann ich dir helfen, meine Liebe? Eigentlich versuchen Ska und ich... sag mir nicht, dass du dich immer noch mit dieser Kreatur abgibst. Mein Rat ist, ihn sofort aus dem Tal zu verbannen. Weißt du, dass er versucht hat, mich wie eine Art Beute zu jagen? Vor dem Vergessen sammelte ich Kräuter und ich spürte, dass mich etwas verfolgte. Dieses Etwas hatte hungrige Absichten. Er tat so, als wäre alles nur ein Versehen, aber ich wusste, dass das eine Lüge war. Er war auf der Suche nach einem Brunch und beschloss, dass ich es sein sollte. Das war er? Er leugnete es natürlich, aber ich konnte in seinen Augen sehen, dass ich für ihn ein Drei-Gänge-Menü plus Nachtisch war. Wenn Ska mehr Platz zum Umherstreifen hätte, gäbe es diese Probleme vielleicht nicht. Ich versuche, die andere Seite der sonnigen Ebene zu erschließen. Eine Wand aus genug Knochen blockiert die Brücke. Oh ja, ich glaube, ich habe eine Lösung für dein Problem. Hör dieser kleinen Geschichte gut zu. Vor langer Zeit gab es eine junge, schöne und brillante Frau. Die Frau war natürlich ich. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Diese junge, brillante und schöne Frau studierte die Löwen und erfuhr etwas, das man den ewigen Kreis nennt. Für sie gibt es eine Ordnung in der Welt. Und jedes Lebewesen nimmt daran teil. Die Löwen fressen die Gnus, aber wenn die Löwen sterben, werden sie selbst zu dem Gras, das die Gnus fressen. Manche würden es als poetisch bezeichnen. Nun, als ich vom ewigen Kreis erfuhr, wurde mir klar, dass darin eine Macht liegen könnte. Also habe ich Merlins Bibliothek durchforstet und ein Rezept für einen Trank gefunden. Um die Knochen zu entfernen, musst du diesen Trank brauen und ihn auf deine herrschaftliche Schaufel auftragen. Alles klar, finde die Zutaten, braue den Trank, rette den Tag. Aber was brauche ich für den Trank? Ach, nur die üblichen Sachen. Ein paar gereinigte Nachtscherben, um ihnen in einen Funken Magie zu verleihen, und ein paar alte Knochen. Je älter und brüchiger, desto besser. Wo soll ich die finden? Nun, es gibt tief in den Minen unter der sonnigen Ebene Fossilien. Die sollten genügen. Diese Minen sind riesig, da werde ich ewig suchen. Oh, ich kann dir dabei helfen, wenn du ein paar einfache Anweisungen befolgen kannst. Wenn du in die Minen gehst, biegst du links ab, gehst ein Stück, nimmst die erste Abzweigung nach rechts und biegst dann wieder nach links. Links, rechts, links. Okay, ich glaube, das schaffe ich. Sobald du die alten Knochen hast, musst du einen Weg finden, sie in Asche zu verwandeln. Ska sollte wissen, wie das geht. Er scheint eine Vorliebe für Zerstörung zu haben. Okay, ich werde ein paar alte Knochen in den Minen suchen, ein paar gereinigte Nachtscherben besorgen und mit Skarin, um herauszufinden, wie man das alles zu einem Trank verarbeiten kann. Dieses Valley wird immer hübscher. Okay, auf in die Minen. Aber nicht mit der Angel. Also links, rechts, links, hat sie gesagt, ja? Also links. Rechts. Und hier nochmal links, oder wie? Ah. Sehr gut. Da brauche ich ja doch nichts dafür. So, jetzt muss ich noch gereinigte Nacktscherben haben. Das sollte aber kein Problem sein. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, sagt er. Gereinigte Nacktscherben, genau. Und davon brauche ich 10.
fantastisch. So, Kirisuska zurück natürlich. Ein Haufen alter Knochen, Fanny. Erzähl mir nicht, dass sie versucht, mir damit Angst zu machen. Mutter Gothe sagt, ich soll sie in Asche verwandeln und dann sagte sie etwas über den ewigen Kreis. Sie sagte auch, dass du einmal versucht hast, aus ihr ein Drei-Gänge-Menü zu machen. Oh, das schon wieder. Pah, ich habe sie nicht gejagt. Ich habe lediglich auf der sonnigen Ebene patrouilliert, um die Sicherheit des gesamten Dorfes zu gewährleisten. Komm schon, Ska, das kaufe ich dir nicht ab. Aber es ist die Wahrheit, ich schwöre es. Ich habe gesehen, wie sie etwas in der Erde vergrub, bevor sie davonlief. Natürlich war ich um die Sicherheit des Dorfes besorgt, also beschloss ich, der Sache nachzugehen. Eine geheimnisvolle Blume wuchs dort, wo sie gegraben hatte. Es dauerte nicht lange, bis sie zurückkam, also habe ich die Gelegenheit genutzt. Sie hat eine Blume gepflanzt, das ist seltsam. Ja, und sie sah durch einen Gegenstand, den sie dem Schwätzer mit der spitzenblauen Feder gestohlen hatte. Sie begrub die Asche von den alten Knochen und eine Blume wuchs dort. Das ist es, was sie mit dem ewigen Kreis meinte. Und den alten Knochen wurde eine. Nee, aus dem alten Knochen wurde eine Blume. Buchstäblich. Oh je, du fängst schon an zu plabbern wie der verrückte Mandrill meines Bruders. Wir haben nur ein Problem. Wie können wir diese Knochen in Asche verwandeln? Ja nun, ich habe vielleicht eine Lösung. In meiner Höhle gibt es einen vulkanischen Geysir. Lege die Knochen dort hinein. Die Hitze und der Druck sollten ausreichen. Dann wirst du wohl die Asche einsammeln und vergraben müssen. Ist das alles? Klingt ziemlich einfach. Vergiss nicht, die Blume zu gießen, sonst wird sie nicht wachsen. Okay, Ska. Dann legen wir die jetzt dahin, wo Ska meint, in seine Höhle. Böse, böse. So. Interagieren, genau. Übertragen. Dann haben wir's. Auf. Oh, hier ist noch ein Zettel. Notiz an mich selbst. In dieser Höhle gibt es einen extrem verbitterten Löwen. Ja, okay. Das habe ich schon festgestellt. Ich heb das mal nicht auf, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich damit eine Quest trigger. So, vergrabe die Asche irgendwo auf der sonnigen Ebene. Okay. Machen wir. So. Einmal rein da und jetzt einmal gießen. So, und jetzt müssen wir natürlich wieder warten. Ein klein wenig Zeit ist jetzt vergangen. Ich habe es noch einmal nachgießen müssen und hier ist jetzt die wunderschöne Blume. Hast du eine Minute Zeit? Nein, Dagobert. So, ich soll jetzt den Schaufeldingens herstellen. Ja, aber seht ihr oben, ist es auch gar nicht so richtig angezeigt, ne? Da fehlt ein Stück. Meine Güte, ey. So viele Bugs. Immer noch in diesem Spiel. Gut. Dann einmal der brüllende Schaufelkopf erstmal herstellen. So. Sehr schön. Dann haben wir's. Okay, und jetzt. Und jetzt, meine Lieben. Kann ich endlich die großen Knochen entfernen und somit die ganze sonnige Ebene endlich in Anspruch nehmen. Lang hat's gedauert, für euch vielleicht nicht, aber für mich. So, pass mal auf. Ich Idiot, okay. Ich bin so ein Depp, ich muss es ja erstmal noch... aktivieren. So, jetzt geht's. Jetzt hat mich gerade gewundert, warum es nicht funktioniert. Ach, schön. Oh, hey, warte. Können wir reden? Nein, können wir jetzt nicht, Christoph. Meine Güte. So, dann werde ich mal hier kurz mal alles frei machen. Denn da ist eine Kiste versteckt.
Schön. Mit einem Möbelbeutel. So. Hier haben wir noch ein paar kleine. Oh, ja. Einmal kurz sammeln. Dankeschön. So. Dann gehen wir jetzt mal zur Brücke, würde ich sagen. Wir machen alles frei, was geht. Ach, ich freue mich. Sonnige Ebene ist jetzt frei. Mein Gott, ich benötige deine Hilfe. Ja, ich weiß, dass ihr alle meine Hilfe braucht. Hab doch mal ein bisschen Geduld. So, Ska. Ah. Endlich, die sonnige Ebene ist wieder intakt. Aha. Ich sollte dir wohl danken, Fanny. Du warst ja doch hilfreich. Es gibt noch eine letzte Sache, die ich brauche, damit mein Königreich wiederhergestellt ist. Ich hoffe, du tust das alles zum Wohle des Tals. Aha. Aber ja doch, ich möchte uns alle nur in eine große und glorreiche Zukunft führen. Ich lasse es dich wissen, wenn ich deine Hilfe wieder benötige. Der ewige Kreis ist abgeschlossen. Perfekto. So, Ska, mein Freund. Bis zum nächsten Mal. Meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. In der nächsten Folge machen wir dann einfach weiter mit Disney Dreamland Valley. Habt tausend Dank für eure Kommentare, für eure Likes und auch für eure Klicks sozusagen, für das Ansehen meiner Videos. Macht es gut, habt einen super schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.